Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Cupcode Food Lifestyle. Und zwar heute geht es um Geschwindigkeit. Gleich nach dem Intro. Ganz wichtig ist es, wenn wir schnell sein wollen, dass wir locker sind. Das heißt, ich muss von der Geschwindigkeit her mich nicht verkrampfen. Wenn ich mich verkrampfe, wenn ich verstarre, bremse ich. Ich muss aber dafür sorgen, dass ich schnell bleibe. Ganz egal, ob das der Schlag ist, ob das der Tritt ist. Ja, in allem, was ich tue, muss ich schnell bleiben. Und das kann ich nur, wenn ich im richtigen Moment die Spannung, also den Antagonisten nutze und ihn im richtigen Moment auch wieder löse. Was wir dabei auch richtig geil schön benutzen können, dafür ist ein Ball. Denn der Ball ist für uns sehr gut, wenn wir die Schnelligkeit erarbeiten wollen. Ja, wir wollen ihn jetzt nicht werfen, sondern wir wollen die Millisekunden nutzen, um ihn zu werfen, umzuschlagen und ihn gleichzeitig zu fangen. Ja, schlagen, fangen, alles das machen wir jetzt auf einmal. Das Erste, was wir machen, ist, wir werfen diesen Ball. Wieder gefangen. Ja, das von der Seite. Wieder fangen. Ja, versucht die Abstände kürzer zu halten. Umso kürzer ihr seid, umso schneller seid ihr. Das heißt, fliegt der Ball erstmal sehr hoch, habt ihr auch sehr viel Zeit, um ihn wieder zu fangen. Werft ihr ihn nur kurz, müsst ihr ihn schneller fangen. Ja, wie eben als letztes. Von hier aus als nächste Übung mit dem Ball ist es von hier aus jetzt zu werfen, zu jabben, zu crossen, zu fangen. Okay? Das heißt, von hier aus das, was ich hier tue, ist hier eine Finte setzen. Das heißt, ich mache ein Fake. Das kann ich mit dem Ball symbolisieren. Das heißt, ich werfe ihn, versuche die Deckung hoch, komme unten mit dem Schlag. Ja, als Beispiel. Ja, von hier aus. Ja, dann natürlich in der gesamten Form könnte ich hier stehen und das Ganze so ausführen. Selbstverständlich können wir auch auf die moderne Welt zugreifen und so eine Art von Gummis nutzen. Das heißt, dass ich von hier aus schlage, um die Geschwindigkeit hinzukriegen. Ja? Das heißt, auch hiermit zu arbeiten. Allerdings sollte euch klar sein, gutes Hilfsmittel, ja? Nice to have, allerdings nicht must to have. Ebenso auch aus dem traditionellen können wir auch Waffen benutzen. Das heißt, Waffen in Bezug, um Schnelligkeit zu trainieren. Denn auch hier haben wir ein Gewicht in der Hand, was erstmal schwerer ist, um es dann geil nutzen zu können. Ja? Also auch Waffentraining sehr, sehr nice. Dasselbe selbstverständlich auch im Unterkörper. Das heißt, Antagonisten. Will ich die auch schnell kriegen, muss ich dafür sorgen, dass die Lockerheit und die Anspannung in den richtigen Momenten passieren. Wenn wir jetzt hier den ganz einfachen Kick nehmen, ja, wir nehmen einfach mal so einen Roundhouse-Kick, besser gesagt als Snap-Kick, dann steppe ich ran, hier lade ich mich auf, während ich mich jetzt hier beim Aufladen an dem Bein wieder entlade. Ja? Und das immer schön vom Moment her. Von hier aus laden, entladen. Ja? Dasselbe natürlich auch, wenn wir mit den Armen arbeiten. Wir haben sehr viele Drills in der traditionellen Kampfart, um auch hier die Geschwindigkeit zu trainieren. Ja? Das heißt zum Beispiel, bekannter Drill aus Mantis Kung Fu ist von hier aus. Ja, packen, schlagen, hoch, wieder schlagen. Ja, die Idee ist es dabei, nicht jetzt so einen Angriff zu vollziehen, unbedingt, natürlich kann es auch klappen, sondern vielmehr in gewissen Situationen locker und stark zu sein. Locker, locker, stark. Und dabei ganz wichtig, was ich bei vielen Anfängern sehe, Kinn ist mal oben, kämpferisch, nach unten, schützt euch mit den Schultern. Ja, ganz, ganz wichtig. Dasselbe ist natürlich auch, wenn ihr jetzt hier
wie zum Beispiel am Sandsack oder am Baum oder sonst wo arbeitet, das Ganze mal nicht immer nur auf Kraft, komm raus, ja, sondern das Ganze auch mal vielleicht auf Schnelligkeit und Präzision setzt. Das heißt, auf Zielgenauigkeit. Kurz und schnell, ja. Von hier aus einfach mal gar nicht doll treffen, sondern einfach schnell treffen. Ja, dass ich von hier, ja, einfach auch von der Weiten, dass ich mit dem Step-In rein muss, ja. Einfach mal kurze Bewegung. Einen schönen, starken Jab. Kann von der Low-Guard-Position sein, kann von der oberen Position sein, ganz egal. Ja, aber kurz und schnell schlagen. Das Ganze, was wir hierbei auch verstehen müssen, ist die Körperökonomie. Das heißt, unseren Körper verstehen lernen. Das heißt, manchmal muss man gar nicht wirklich schlagen, sondern es reicht auch einfach, das Ganze anzudeuten, um Geschwindigkeit in den gesamten Körper zu bekommen. Ja? Das heißt, ich muss jetzt gar nicht den Schlag durchführen, sondern ich kann auch einfach mal die Schulter das Spiel machen lassen. Jab, Cross, Kick. Ja? Einfach mal so ein bisschen andeuten und gucken, wie bewegt sich der ganze Körper. Weil wenn sich bei euch immer nur der Arm bewegt, ja, und dann wahrscheinlich auch noch geradlinig, das heißt, alles in der Geraden, ohne dass sich den Körper mitbewegt, was auch die Geschwindigkeit mit reinsetzt, habt ihr ein Problem, die ganze Geschwindigkeit zu entfalten. Deswegen von hier aus auch mal das Andeuten lernen. In der Geschwindigkeit. Ja. Ja. Und dann nachher, wenn ihr das habt, könnt ihr es natürlich auch, ja, auch von hier aus einüben. Natürlich ist es auch ganz wichtig, sich zu dehnen. Das heißt, wenn ich eine Dehnung hier vollziehe, höre ich auch auf, meine Blockaden in meinem Körper fungieren zu lassen. Das Schlimmste ist auch bei Geschwindigkeit die eigenen Blockaden, also euer Speed verhindert, weil ihr nicht gedehnt genug seid. Muss nicht nur in den Bändern sein, kann auch in den Faszien, in den Muskelfasern sein. Das heißt, auch eine gewisse Dehnung sollte definitiv erforderlich sein, in jede Richtung. Ja. Ihr sollt das Ganze wirklich in dieser Richtung, in allen Richtungen vollziehen, um das Ganze dann auch für euch zu meistern. Das heißt, nicht faul sein, aktiv sein und auch die Übungen, die euch nicht so viel Spaß machen, trotzdem machen. Und auch hierbei, wie schon im anderen Video, immer ganz wichtig, ja, den Fokus darauf zu setzen, ab wann nutze ich Angespanntheit und ab wann nutze ich Entspannung. Denn es ist immer ganz wichtig, liebe Freunde, dass ihr das Yin und Yang in der Kampfkunst versteht. Es bringt nichts, immer nur Action zu bringen, es bringt nichts, immer nur sich schnell zu bewegen. Denn auch in einem Kampf ist es so, gibst du von Anfang an Runde 1 bis Runde 4 Vollgas in deinem Speed, wirst du merken, dass in Runde 5 nichts mehr da ist. Ein Teil zwischen Entspanntheit, Angespanntheit, Schnelligkeit, Langsamkeit. Ja, das alles solltet ihr verinnerlichen. Seid nur dann schnell, wenn ihr schnell sein müsst. Ja, seid nur dann angespannt und fokussiert, wann ihr angespannt und fokussiert sein müsst. Ja, wenn ihr euch befindet in einem Ruhezustand, seid ihr in einem Ruhezustand. Und dann macht auch alles so langsam wie möglich, um auch diese Energie zu sparen. Denn wenn ihr alles in der Zeit so langsam wie möglich macht, seid ihr auch so schnell wie möglich, wenn ihr auf einmal wieder da sein müsst, um Gas zu geben. Also, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Kampfkunst Lifestyle, diesen Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare. Wir sind eine große Community. Wenn ich es nicht beantworte, gibt es viele Leute, die ja auch ihr Wissen teilen. Also, bis zum nächsten Mal.